Die ja, vor allem Tanoa. Ui. Ui. Bewaffnete Überfall Redlum. Ja, machen wir direkt einen Fünfer rein. Bewaffneter Überfall Redlum. Ihr Strafe 5, zwecks Einsatzalarmierung, Überfall. Erbitten 1 bis 2 weitere Streifen zur Unterstützung an der Redlum-Tankstelle kommen. Ja, so sieht die Information, schreibt es ebenfalls informiert. Ja, somit bestätigt, wir sind dann auf Anfahrt. Ende. Wir sind vor allem am Arsch der Welt. Redlock ist Morrison. Wir werden angefunkt, SB. Hat sie, kommen Sie. Sie zur Information, Anrufer meldete 3 lilane Fahrzeuge bewaffnet. Da hatte ich ganz kurz noch mal Kopfschmerzen. Ja, bestätigt. Du bist im Dauerfunk. Nee. Okay, wir haben. Frage, sollen wir die Einheit, die Unterstützung angefordert, unterstützen? Wir sind noch 3 Langwaffen von den Ballers anscheinend. Soll ich 7? Ja, 7, ja, ja. Können Sie machen, komm. Ja, check. Somit Strafe 8 und Strafe beendet. Was haben die denn gestern auch schon? Sind die da auch schon auf die Redlum los, ne? Und haben Kiki mitgenommen. Ich weiß nicht. Ja, ja. Da war gestern Kiki, haben die da aufs genommen. Information an die zugeteilten Streifen, Redlum Tankstelle, Status 7 aktiv, wiederholt Status 7 aktiv, dementsprechend Langwaffenfreigabe. Frage an der Wagen 3, Ballers-Fahrzeuge sind runter Richtung PT-Brücke gefahren. An 3 Ballers Richtung PT, somit alle bestätigt. Meine Kollegen wurden mitgenommen von Freya? Okay, warte mal, dann schicke ich mal von, warte, ich schau mal von, wo der Dispatch kommt. Der kommt jetzt gerade von der Redlum, ich schicke deine Streife hin. Und zur Aussagenaufnahme, da ist schon eine vor Ort und dann fahren wir andere Richtung runter. Da sind sie. Funke. Information im Longfunk, 3 Ballastfahrzeuge gesichtet, fahren jetzt auf die Brücke, Metallhändler benötigen Unterstützung vor Ort. Kartleitstelle somit, alle Fahrzeuge über Streife 1 sind bereits vor Ort. Und fahren Chef alle 4 Fahrzeuge mindestens bestätigt. Fahrzeuge fahren jetzt Richtung Jefferson Hill, parallel jetzt aktuell passierend Metallhändler. Ich mach dann nachher Verhandlung, wenn die anrufen sollten. Jo. Da ist schon ein Anruf. Das ist anonym. In Vorleistung der Verhandlungsführung würde der anonymen Anruf übernehmen. Ja, super. Leitstelle wieder nachgedacht. Frage, wer ist denn die Verhandlungsführung? Hier 03 ist Verhandlung. Ja, check so mit. Leitstelle legt die Scheiße auf, dass wir nochmal anrufen. Bestätigt, wir halten erstmal Abstand. Ja, von Schneider 2 kommen. BL von Schneider 2 kommen. BL. Sollen wir unten die Brücke dicht machen? Komm. Bestätigt, Brücke dicht machen, komm. So mit Ende. An der E-Hubschrauber. Hm? Die haben doch eh wieder Hubschrauber, ist doch gerade egal. Ja, das stimmt schon. Aber wir haben keinen diesmal, ne? Doch, wir haben OW auf Bereitschaft, aber der ist hier auf der Insel vor Ort. Dann soll ich jetzt den Anrufer zurückrufen oder ruft der Anrufer nochmal an? Ja, Wesigny, sprich schon mal mit der Leitstelle. Warum klärt die das? Leitstelle von ELK? Leitstelle. Nochmal Rückfrage. Rufen die Geiselnehmer an oder sollen wir zurückrufen, komm? Die Geiselnehmer sagten, wir rufen wieder an. Bestätigt, Ende. Seh gleich Nacht. Oh, scheiße, Alter. Ich ruf mal Freya an. Ja. Wen die da haben.
Wen haben die? Ja. Alle Lakeside Riders, die hier standen. Alle Lakeside Riders und einen von der Logitrans. Und Namen? Yes. Hast du Namen? Nö, keine Ahnung. Hat keinen Namen genannt. Ich kann dir nur so viel sagen, wie dieses lila Fahrzeug. Nein, war. Die Namen von den Leuten, die entführt wurden. Ja, Logan. Logan. Lich. Warte, Mulder. Mulder. Gang, warte. Schmied. Schmied. Johannes Schmied. Wer noch? Logan, Lich, Mulder. Espy? Ja, habe ich schon. Logan, Lich, Mulder. Schmied. Pascal, Johannes Schmied. Ja, Johannes Schmied, weiter. Okay. Ivan Fladdy, unser Mitarbeiter. Ivan Fladdy, der ist bei der Logitrans. Oh, wer war noch da? Ich kann, das sind die einzigen, die mir jetzt. Gut, ich muss anrufen. Okay, weiß ich Bescheid, ich muss auflegen, ne? Ja, tschüss. Bis später. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein anderer? Okay. Ivan Slavi war das, ne? Ja, irgendwie so, ja. Okay, also haben wir 1, 2, 3, 4, 5 aktuell. Haben die Ballers denn jetzt gegen die Lakeside Riders? Wieso lassen die Freya stehen? Ich ruf mal Yusuf an. Warte mal. Vielleicht hat er. Ja, der wird das Telefon ausmachen. Ne, der hat an. Ja, drückt mich weg. Schreib dir mal, soll mich mal wieder anrufen. Mhm. Schon Hubschrauber irgendwo. Kann das sein? Chinook? Ah ne, das war mein Auto. Lol. Sprout, grüß dich. Straße 18 von ELK. Hört, komm. Falls möglich, bitte einmal zentral auf der Insel positionieren, sprich Honig oder in die Richtung, um gegebenenfalls bei bekannter Position schnell eingreifen zu können, sollten Probleme auftreten können. Ja, check vollziehen, wir kommen. Somit bestätigt, Ende. Ja, hier sehe ich jetzt niemanden mehr. Ja, von Steifer 2 kommen. Funkst du kurz, ich notiere auf Karte. Herzi. Na, fahren sollen wir Anfang der Brücke gegebenenfalls über den Lagerband legen, komm. Bestätigt, komm. So mit Ende. Also die müssen noch auf der Insel sein. Jefferson Hill sind sie nicht. Jefferson Hill sieht auf den ersten Blick sauer aus. Wir gehen davon aus, dass sie irgendwo noch hier Offroad auf der Insel sind, aber kein Sichtkontakt. Wir mussten abdrehen. Ende. Ich soll nochmal anrufen. Ja. Leitstelle EL. Leitstelle. Einmal Dispatch. Entführer sollen sich bei der Polizei anonym melden. VF würde übernehmen. Komm. Check. Ende. Ich weiß nicht, wenn die anderen Einsatzleitungen sowas immer verkacken, Alter. Es ist halt so easy, ne? Es ist wie im FF bei mir drin. Wobei, du musst halt sagen, irgendwann kommt halt die Erfahrung, ja, die Routine, ne? Ja, wenn du das natürlich erste Mal machst, dann ist es halt... Ja, das ist klar. Ich sehe durch die ganzen Bäume halt auch keine Auto gerade, ne? Als ob die echt verschwunden... Da vorne steht einer. Wo ist da vorne. Vor uns, auf... Oh ja, da sehe ich einen, ja. 340 Grad, ein X6 ist das. Ja. Runter. Ah, das ist richtig. Warte, ich markiere den mal. Der steht. Wo steht denn der? Bei den Kirschen vorne irgendwo, ne? Wir haben Sicht zu einem Fahrzeug. Aircheck, melde 0999 in den Dienst. Wir werden gemeinsam eine FBI-Streife übernehmen. Komm. Ist er das? Nicht so, ne? 319, komm.
Streife 19. Ja, ist Streife 19 Ende. Hast du den markiert? Einen wunderschönen guten Tag, Espinosa hier vom JCPD. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, mit wem spreche ich denn? Wie kann ich Sie denn nennen, der Herr? Info an alle Einheiten. Verhandlungen werden aufgebaut. Auf Position bleiben. Eine Sichtung, circa Jefferson Hill, ein Fahrzeug, drei BMW X6. Die Frage ist nur, wie sich die Sache auflöst. Wir wollen natürlich nicht, dass da Verletzte rauskommen, ne? Das sind keine Geiseln, sind unsere Freunde. Gut, Werke ist möglich. Ich meine, wir haben da vorne Sichtkontakt zu ihrem X6 oder was es ist. Wir stehen aber in gebührender Entfernung. Das sind schon um die, ja, was sind das, 300, 400 Meter. Es ist möglich, dass wir mal mindestens eine Geisel ranschaffen, dass wir sehen können, dass es der noch gut geht. Auf die Entfernung jetzt. Okay, schlagen Sie was vor, gerne. Uns würden erstmal ein, zwei Geiseln reichen für den Anfang, dass wir sehen können, dass es denen zumindest gut geht. Es war ein Irrtum, alles klar. Wo lassen Sie denn die drei Geiseln stehen? Richtig? Ja? Ganz unten an der Küste? Okay, was machen wir mit den anderen beiden Geiseln, die Sie mitnehmen? Die bringen Sie gleich. Wäre es möglich, dass Sie da dann einen Dispatch schicken? Alles klar, ich bedanke mich. Wiederhören. Eine kleine Frage noch. Oder auch nicht. Okay, also die lassen jetzt drei Geiseln unten stehen. Moin. Was hattet ihr denn da vor? Wir haben gerade noch ein Dispatch bekommen. Eure Freunde, was? Ja, das sind unsere Freunde. Die stehen am Strand. Da, die stehen da rum. Ja, aber was hattet ihr denn vor? Wir peilen jetzt gerade gar nicht mehr durch. Ja, frag die. Die wünschen was, ne? Okay, wir können runter, ja? Ja, genau. Okay. Die stehen da rum. Info, Bornas ziehen lassen, markierte Person anfahren und absichern. Markierte Person anfahren und absichern. Streife 1, bitte. Streife 1 von der Elm-Shotgun. 02, meldet sich die 75, bräuchte eine neue Entscheidung kommen. Bestätigt. Ist die markierte Person, Position da vorne, ja? Genau, richtig an der Küste. Straight westlich von Weizenfeld. 02 verstanden, 02 Ende. Info nochmal von der Einsatzleitung. Abrüsten, markierte Position Nähe Weizenfeld anfahren und absichern. Ich wiederhole, Weizenfeld anfahren, absichern. Ende. Stetig, Brücke öffnen. Ihr könnt euch frei machen, falls die Leitstelle für den Tankstellenraub Einheiten benötigt. Streife 18 fährt einmal die Markierung mit ab. So bestätigt. Also Info, drei Geiseln sollten nach Absprache hier stehen gelassen werden. Zwei weitere werden für den Abzug eingehalten, werden danach per Dispatch die Position bekannt geben, um die dann abzuholen. Siehst du irgendwann? Ich sehe da vorne. Da vorne steht was. Sind aber alle fünf. Mehrere Personen aufgefunden, 003, 016. Es handelt sich um 6 Personen, eine Verletzte, dringend RTH benötigt. Ich wiederhole, RTH benötigt 003, 016. EL, Ende. Moin. Was ist denn bei euch passiert? Ja, wir wurden hops genommen von dem Ballast. Ja, und warum? Keine Ahnung. Okay, aber die sind jetzt abgezogen, ja? Ja, die sind weggefahren. Ja. Okay. Ja, wir haben zwei von uns mitgenommen. Also zwei sind noch im Fahrzeug. Was haben die noch Geiseln? Hallo? Ja, die haben noch Geiseln, ja. Und wen haben die als Geiseln? Licht, die haben Licht dabei. Licht? Nur mit Licht und irgendwen anderen. Wer ist irgendwer anderes? Ich brauche Namen. Wer ist das? Keine Ahnung, wie der hieß. Keine Ahnung. Leitstelle EL. Ich habe keine Bandage. Fuck. Ist Tom hältst du mal links? Oh, ich bin weg. Nee, Tom ist glaube ich weg. Verbandskästen auf dem Boden. Tom ist weg. Ja, Info, anscheinend haben die Ballers noch zwei Geiseln. Einer ist ja Herr Dr. Lich, ist Mitarbeiter der Logitrans. Zweite Person vom Namen her unbekannt. Also weiterhin Fahndung. Bitte mit Overwatch kommen. Ja, bestimmt. Diese Information keinen RTH. Gut, dann sollen die trotzdem Gas geben, wie blöde. Komm. Ja, bestimmt. Check, EL, Ende. Strafe 19 von EL, komm.
Schon wieder. Mensch. Obwohl das wieder okay, 19 kommt. Ich hab den zweiten Namen hier im Lauf. Wie heißt er? Tom Lauken. Tom Lauken. Wo ist Mulder? Adelisha. Okay, ja, ja. Ja, nee, dann fahren sie weiter an, bestätigt. Ende. SB notieren, Dr. Lich und Tom Laub. Norbert Lich und Tom Laub. Mhm. Ihre zwei Freunde an der Brücke, Metallhändler, alles klar. Info von der Einsatzleitung. Brücke, Metallhändler, einmal weg, okay. Anfahren durch die 19, Streife 19, anfahren, Brücke, Metallhändler. Dort befinden sich zwei mutmaßliche Geiseln, komm. Alles klar, ja, dann bedanken wir uns erstmal für Ihre Kooperation. Ja, also mit, klären das mit Leitstelle, komm. Das ist ein Einsatzbefehl von der Einsatzleitung. Haben Sie aktuellen Auftrag, komm. Ja, also positiv, Tankstelle Knoxville, wie eben gerade schon kommen. Bestätigt, dann fahren Sie den an, Ende. Streife 2 könntest du hinschicken. Streife 2 für Einsatzleitung. Hört, komm. Überprüfung Brücke, Metallhändler, Verdacht auf zwei Geiseln vor Ort, kommen. Ja, somit auf Anfahrt, komm. Bestätigt, Sosi frei, Einsatzleitung, Ende. Info an Leitstelle, Streife 2, eingeteilt durch Einsatzleitung, Anfahrt, Brücke, Metallhändler, Ende. Ja. Wir haben nicht genommen. Laut Verhandlungsführung Ballers sind jetzt beide restlichen Geiseln frei, also nichts mehr da. Also wie gesagt, okay, und die stehen Brücke, ja? Die stehen Brücke, hat er gesagt. Gut, ja. Dann werden die abgeholt, wunderbar. Moin, Kollege. Schickst du mal per Funk bitte nochmal einen RTW zur Brücke, Metallhändler? Da haben wir auch nochmal zwei Geiseln, einfach zur Absicherung, reicht vielleicht auch eine NRF, ne? Alles klar, danke. Sonst habe ich nur Bier und ich will mich nicht betrinken. Pau. Okay. Essen trinken nicht vergessen, die Herrschaften. Du hast so viel dabei. Mulder, Hilfe kommt. Ach scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Halt, tut nur ein bisschen weh. So, wer von euch hat einen Moment Zeit für mich? Ich bräuchte mal Infos. Ja, dann komm du mal mit, Logan. Ja. So, was ist Phase? Was haben die gesagt? Was haben die gemacht? Die wollten irgendwie Dr. Nico Fischer haben, der aber gar nicht bei uns ist. Den wollten sie irgendwie haben. Ich weiß nicht, warum die ihn suchen. Die hatten wohl gedacht, dass der zu uns gehört. Okay. Und die haben uns dann halt Morrisontown Tankstelle mit vier Fahrzeugen haben sie uns dann eingepackt. Frau Schmidt haben sie irgendwie wohl da gelassen an der Tanke. Dann sind wir irgendwie hierher gekommen. Ich hatte auch eine Augenbinde aufgehabt. Okay. Und ja. Das waren ungefähr sechs Mann, glaube ich. Personen waren das. Die hier waren. Warte mal. Okay, wir haben die anderen zwei Geiseln sicher. Okay. Ja, super. Somit dann bitte EWAG, Absprache mit Fahrer. Einfach rein damit. Okay. Und die letzten zwei waren jetzt Tom Laub und Norbert Lich. Habt ihr aber keine Ahnung, warum sie die jetzt noch mitgenommen haben. Keine Ahnung, warum. Haben sie nichts gesagt? Ich stelle mich mal beiseite, weil ich brauche keine Versorgung. Ja, besser auf jeden Fall als ein Tor. Okay. Hatten die alle Langwaffen in dem Fall? Hier bleiben der Rest, kann ich nur mal kurz sein. Ja, und dann haben sie uns die Kotten weggenommen. Ich habe nicht mein Handy mehr dabei, ich habe gar nichts. Ich hätte halt jetzt Gegenlichtquelle genutzt. Hast okay. Eure Handys haben wir alle. Was hatten die für eine Bewaffnung? Hast du das gesehen? Die hatten nur Pistolen dabei gehabt tatsächlich. Und einer hatte eine Armbrust. Herzi, kommen Sie. Sekunde bitte. Geiseln gesichert, zwei Personen, weiteres Vorgehen mit denen kommen. Vor Ort warten, eintreffen, Fahrer zur Überprüfung kommen. So mit einer. Da ist ein Heli, das ist der RTH, nehme ich an. Das dürfte V sein, ja. Was heißt Pistolen? War da vielleicht auch eine Tech 9 oder eine Mac 10 dabei, irgendwas dergleichen? Wenn dann eine Tech 9 war, das glaube ich, die eine hatte. Der eine hatte, glaube ich, eine Tech 9, ja. Okay, alles klar, alle vermummt, ja? Ja, waren alle vermummt, ja. Was ist das? Volunteers, Alter. Okay. Ja, Volunteers passieren lassen. Okay, ich danke dir. Du kannst erstmal zu deinen Leuten wieder. Jo. Jo. Er sagt, er hat ja eine Kunde mit dem Mittelpunkt. Der ist schon wieder da.
Ja, check an, das ist Meldung. Tankstein auf Knoxville, diesmal kein Tankstein bauen, sondern lediglich der Herr Schubert hat dann einem aus dem Tresor gebunden. So, wer seid ihr? Ihr seid ERT, ne? Ist hier ein ERTler mit bei? Alles SWAT, okay, alles klar. Sie sich Bescheid. Dann können wir eigentlich Streife 2 zur Anzeigenaufnahme einteilen. Die haben sowieso die Geiseln gerade bei sich. Jo. Herzi, kommen Sie. Wiederholen, komm. Frage, wird Overwatch noch benötigt? Negativ, kann abbestellt werden, komm. Hast Fleischer so mit? Fleischer in. Weißt du, die nimmt einfach unschuldige Menschen, die nie was tun. Lächerlich, Digga. Strafe 2 BL, komm. Aber die Boilers sind ja immer die Netten. Ich bin hier. Ah, hi. Kann. Du kannst. Mit Frage, die Geiser sind noch bei Ihnen am Bord, komm. Das war nicht der Schmutz, das zeig ich dir mal. Das ist doch richtig. Ja, bestell dich dann bitte nach Untersuchung der Fahrer durch die Fahrer ins PD verbringen, Aussagen aufnehmen, Anzeige anfertigen. Die restlichen Geiseln werden dann ebenso ins PD verbracht, komm. Haben wir so mit, komm. Bestätigt, ich Ende. Immer die Leitstelle leiser. Ja, ey, das macht ja darum. Dann müssen wir uns nachher nur drum kümmern, dass die alle ins PD kommen zur Aussagenabgabe bei der 2. Ja, ja, richtig. Gut. Ihr könntet welche mitnehmen, wir könnten welche mitnehmen. Ja. Ich glaube, wir müssen alle mitkriegen, oder? Jo, wir sind zu zweit, ihr zu dritt. Bei euch passen 3 rein, bei uns 4. Das passt schon. Jo, machen wir so. Nur eure. Wunderbar. Dann geben wir das da ab, schreiben dann Einsatzbericht an Daniela. Ich gebe mal Meldung an Leitstelle. Ich versuche nochmal den Yusuf zu erreichen, ne? Ja. Ja, hier Streife 5, Einsatzteilnehmer mit Lagemeldung aktuell. 8 von 8 Geiseln befreit. Aktuell bei Streife 2 in Aussagenabgabe Anzeigen. Anfertigung wird durch Streife 2 übernommen. Am Fahrer befindet sich aktuell bei den Geiseln in Untersuchung. Soweit reduziert auf Status 4 kommen. Moin Schatz, wir haben alle in Sicherheit, ne? Strafe 5 Ende. Gut, okay. Alle in Sicherheit, die werden jetzt gleich zum JCPD gebracht, dann müsstest du dann hoch, dann müsstest du dann bitte auch nochmal hinkommen, ne? Ja, ich guck, ob ich schaff. Ja, ansonsten schreiben wir dich auf die Liste, wir brauchen die Aussage, ne? Nee, ich bin noch ein bisschen, naja, ja. Na? Ja, bisschen klapprig, aber passt schon. Das glaube ich, ne? Sonst lass dich zur Not fahren oder ruf dir ein Taxi, ja? Weil ich bin hier jetzt noch gebunden, ich kann dir leider gerade nicht helfen, ne? Ja, dann fahre ich runter, weil ich sehe die ganzen Bikes direkt mit, da dürfte nichts passieren. Okay, ne? Also bitte zum JCPD, Aussage wird benötigt, ne? Ja, mach ich. Alles klar, bis nachher, tschüss. Ja, tschüss. Und dann wird das Ganze seinen offiziellen Weg nehmen. Und ansonsten werden sie nach der Aussagenabgabe wieder entlassen, soweit. Jo, alles klar. Ganz kurze Frage, wie wurden sie verletzt durch die Täter? Durch einen Handschlag auf den Rücken. Durch einen Handschlag also bei mir auf die Brust, ja, ja. Dann wäre es dann möglich, dass wir einen Patientenbericht bekommen? Wird eine Weile dauern, aber kann ich machen, ja. Merci. Dann müssten sich aber alle im Krankenhaus melden, in der Rettungsstelle, in Morristown. Ja, das wären ja nur die 2 Verletzten. Also die nicht verletzt sind, da ist ja egal. Das ist ja im Interesse der Leute, dann werden die schon machen. Ne? Das wäre im Prinzip nur Logan und Mulder, ne? Genau. Der Mulder nehme ich jetzt mit dem RTW. Logan, legst du ja mal kurz hin? Ja, ja klar, hat gerne. Einen Blutdruck von 50 zu noch was. Ah, ja, ja, okay. 50? Ja, 50 zu noch was. Noch? 50 zu 34 zuletzt kontrolliert. Wie stehst du denn noch? Kann man das mal fragen? Keine Ahnung. Was für ein Blutdruck hat der? Oh, halt keine Memme, ne? Alter. 50 zu 34 immer noch. Ich wusste, dass Mulder einfach ein Zombie ist. Dann häng ich nämlich Marcos. Er hat sich vom Ziel unseren Zombie mittlerweile. Fliegt ihr den dann nach Morristown? Wir können ja den auch direkt nach Lakeside bringen. Da ist keiner von uns. Okay, dann würde ich sagen, wir packen schon mal. Dann verlieren wir nicht so viel Zeit, ja? Ja. Okay, also dann die Herrschaften einmal bitte auf Autos verteilen. Dann rücken wir schon mal ab. Müll damit, der ist immer verletzt. Steht schon nicht, wir treffen uns dann Rettungsstelle. Gut, Wind schmeißen. Streife 2, komm. Herzi, kommen Sie. Nein, ich hoffe, Sie, Geiseln geht zu weit hoch, bis auf ein paar Fertigstellen. Bestätigt, gegebenenfalls Patientenbericht anfordern und dann über Fahrt Richtung JCPD kommen.
Meldung an Leitstelle. Geiseln werden jetzt aktuell verbracht Richtung Chase CPD. Patientenberichte werden angefordert. Komm. 1 ist leider Ende. Die VVs nehmen dich mit dem Helikopter. RSB? Alles klar, danke schön. Wie sieht's aus? Brauchst du noch was? Ich komm sofort, ich bleibe. Ja, ja, okay. Los, Abflug. Kurz, denn wir gehen beide mit KH noch. Okay. Ah, der fliegt, okay. Ja. Bitte? Wir nehmen den Herrn Vogel mit einer Morrison Town mit dem Helikopter. Ja. Deswegen hatte ich gerade gefragt, wo wir da landen sollen, aber ein Kollege meinte direkt am DEA-HQ auf dem Parkplatz. Ja, wir brauchen den nicht am DEA-HQ. Ja, nee, ja, aber vor der Rettungsstelle ist blöd. Soll. Wobei man könnte auf dem Bankparkplatz landen, müsste halt bei unserer Leitstelle nachfragen wegen Genehmigung. Ja, gut, mach. Ja, ja, mach das mal. Okay, alles klar. Tschüss. Alles klar, schönen Dienst euch. Gut, dann haben wir noch Logan und Mulder, die noch nachkommen müssen, die aktuell in Behandlung sind. Ja. Okay, wunderbar.